Peace Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute mal wieder was ganz Besonderes. Das hat wieder mit Diamanten zu tun. Und zwar habe ich mir eine Kette anfertigen lassen. Habe ich in den letzten Videos ja schon öfter angeteasert. Und heute ist es soweit. Ich bekomme die Kette überbracht. Und später, nachdem ich die Kette abgeholt habe, zeige ich euch noch ein paar andere Sachen. Also dann wird das hier ein normales Fashion Pack Opening. Aber erstmal gehe ich die Kette bei einem Juwelier hier in Düsseldorf überprüfen. Ich habe die Kette in Auftrag gegeben bei Keno Diamonds. Und zwar macht er auch für KMN den Schmuck und für Montana Black hat er auch diesen Iced Out Ring gemacht. Ich hatte wegen den KMN-Leuten und Peso sowieso schon Kontakt zu dem und habe gedacht, okay, komm, gebe ich mal den Auftrag ihm, weil ich die Kette halt noch nie wirklich in echt gesehen habe, lasse ich die jetzt nochmal bei einem Juwelier abchecken, ob das Weißgold und die VVS-Diamanten alle in Ordnung sind. So. Natürlich no disrespect an Keno. Und ja, würde ich sagen, gehen wir kurz zum Juwelier. Okay Leute, wir sind jetzt hier bei Diamant Watches in Düsseldorf und wie eben schon angekündigt, wollte ich das Ganze mal überprüfen lassen. Ich hoffe, du kannst mir jetzt hier ein bisschen was zur Reinheit von den Diamanten sagen. Also VVS-Diamanten sollten es sein. Ich hoffe, das passt dann auch so. Natürlich sind Diamanten im gefassten Zustand schwerer zu bewerten, als wenn sie ungefasst sind. Ja. Aber du kannst natürlich von oben immer erkennen, ob die Steine rein sind oder nicht. Ich sehe hier überhaupt keine Einschlüsse, soweit. Auch von der Farbe her. Einschlüsse sind negativ oder positiv? Einschlüsse sind negativ. Okay, also keine Einschlüsse. Keine, also VVS heißt Very Very Small. Yes. Das bedeutet, dass man mit einer Lupe, die eine 10-fach Vergrößerung hat, nichts erkennen kann. Okay. Der Stein sieht komplett rein aus. Ja. Ne? In dem Fall ist das genau auch auf dem Punkt. Ne? Also ich konnte gar keine Einschlüsse sehen. Ja. Das heißt, es kann keine kann VVS sein, kein SI, es muss ein VVS sein. Okay, perfekt. Von der Farbe der Steine her kann man auch im gefassten Zustand immer nur schwer erkennen, welche Farbe die Steine haben. Aber ich kann jetzt mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass hier kein getöntes Weiß ist, sondern ein echtes Weiß oder man sagt ja auch quasi farblos. Ja, perfekt. Von der Verarbeitung her sieht das auch alles tipptopp aus. Also da war ein Fachmann am Werk, so kleine Steine gerade zu fassen. Ja, freut mich zu hören. Ja, das ist alles richtig gemacht. Dankeschön. Und dann habe ich hier noch eine Kette, die ist 3 mm x 3 mm. Das sind so, das ist keine typische Ankerkette, sondern das ist eher so ein viereckiges Design, was ich mir da extra anfertigen lassen habe. Mhm. Aus 750er Weißgold. Weil 900 irgendwas wurde mir nicht empfohlen, weil das zu weich sein kann und dann schnell verkratzt. Deswegen habe ich dann die zweithöchste Reinheit genommen. Also alle Major Companies auf der Welt, die hochwertigen Schmuck produzieren, benutzen eigentlich 18 Karat Gold. Das ist 18 Karat. Das ist die Goldlegierung, es ist auch hier, wie du siehst, 18 Karat gestempelt. Ja, okay. 18 Karat heißt, auch wenn es auch 750er Gold. Mhm. Das bedeutet quasi, dass wenn du jetzt 1 Kilo 750er Gold hättest, sind 750 Gramm davon sind wirklich Feingold. Ah, und der Rest ist dann der Rest ist Legierung. Genau, ist eine Legierung, um das Metall zu härten. Aber auch hier von der Verarbeitung her alles wunderbar. Perfekt. Ja, also diese Ketten werden ja auch zum größten Teil maschinell hergestellt. Ja. Ne? Das sieht alles wunderbar aus. Macht man den Pendant dran. Ja. Ich sehe das jetzt auch gerade zum ersten Mal. Okay, Länge ist wirklich perfekt. Ich wollte das auch nicht zu lang haben. Ich mache gerade die Jacke aus. Ja, also passend zur Uhr jetzt auch 750er Weißgoldkette mit VVS-Diamanten. Perfekte Länge, finde ich. Und ja. Ich bin ultra happy mit dem Peso-Logo noch dran, also meine Brand. Ja Leute, das auf jeden Fall zu meiner neuen Kette. Nur falls man das nicht verstanden hat, die Kette ist aus solidem 750er bzw. 18 Karat Weißgold. Der Anhänger auch und wurde halt noch mit VVS-Diamanten besetzt. Also die Uhr, alles VVS und VS-Diamanten und der Anhänger komplett VVS-Diamanten. Mehr Drip als der ein oder andere deutsche Rapper da natürlich auch am Start. Ja, folgt auf jeden Fall meinem Instagram, da kommt heute oder morgen das erste Bild mit der Kette online. Also checkt das auf jeden Fall ab, ich werde mit meinem Fotografen Jason, Grüße gehen raus. Könnt ihr ihm auch gerne mal folgen, ich habe sein Profil hier eingeblendet, der ist immer fleißig krasse Bilder von mir am Machen. Und ja, checkt ihn auf jeden Fall ab, lasst auch bei ihm ein Follow da. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem restlichen Fashion Pack Opening, Leute. Ich war wieder fleißig in letzter Zeit und restet auch. Ja, und zwar als erstes habe ich hier ein Hoodie von der Teenager Forever
Tour von Reezy bekommen. Das ist sehr, sehr nett. Danke nochmal an Reezy und Ashraf fürs Besorgen, no homo. Ich konnte auf der Tour leider nicht dabei sein, aber Reezy hat auf der Tour meine Peso-Hoodies getragen und trage ich jetzt nach der Tour seinen Teenager Forever Hoodie. Danke auf jeden Fall dafür. Kommen wir zu einem neuen Parfum, was ich mir geholt habe. Und zwar war ich wieder bei Tom Ford bei Bräuninger mit Patrick von Always Overdressed tatsächlich und Kelly. Und habe mich da bequatschen lassen, das Tom Ford Fucking Fabulous Parfum zu holen. Die Sache ist ja, dass dieses Parfum gerade sehr, sehr gehypt ist, das Fucking Fabulous. Ich finde das gar nicht so special. Ich hole mir alle Düfte eigentlich immer in 100 Milliliter, damit die alle zusammenpassen. Das gibt es in Deutschland nicht in 100 Milliliter, das gibt es nur in 250 oder nee, 550 Milliliter. Habe ich gedacht, das hole ich mir das kleinere, weil ich benutze das nur zum Mischen mit dem Soleil Blanc und ich finde, das kommt richtig nice. Also, das Soleil Blanc alleine ist schon nice, aber mit dem Fucking Fabulous finde ich es auch unnormal krass. Deswegen ja, ab und zu mischen, kann man sich dann das Tom Ford Fucking Fabulous gönnen. Kommen wir dann zum vorletzten Teil, was ich mir geholt habe. Und zwar gibt es ein neues Paar Air Force One. Vessel war wieder für mich fleißig shoppen und ihr seht schon, was uns hier entgegenkommt. Travis Scott steht da drauf. Ich hoffe, ihr konntet das so lesen und ja, es ist wieder ein kleiner Traum für mich in Erfüllung gegangen. Ich habe mir den Air Force One X Travis Scott geholt. So sieht er aus und hat hier halt an der Seite diese Swoosh-Zeichen. Die sind halt so Klettverschluss, das heißt, ich kann die abmachen und kann andere Swoosh-Zeichen da dran machen. Ich finde die Chromteile hier aber am nicesten, deswegen lasse ich die auf jeden Fall mal dran. Das Ganze hat eine Gumsole und das ist nicht der Sale Colorway, sondern der OG Colorway. Der ist, keine Ahnung, 50 Euro teurer oder so, aber ich finde, das war es mir wert, das draufzulegen, weil der halt dann komplett weiß ist, passt besser zu meinem Style. Hier unten sind noch so, ja, ich weiß nicht, sieht man das gut, wie so Grills dran und hier dann noch so ein Cactus Jack Button, der halt so da drauf geknöpft ist. Kann man aber auch abmachen und ja, das ist der Schuh. Ich weiß nicht genau, was ich dafür bezahlt habe. Ich glaube, 600 oder 650 oder so. Ich glaube, das ist eigentlich so die normale Going Rate für diesen Schuh. Also ist jetzt nicht übertrieben viel teurer als der normal geht oder nicht viel günstiger. Und Freunde, zu guter Letzt hat Westfit mir noch zwei andere T-Shirts geholt. Und zwar hatte ich irgendwo dieses T-Shirt hier gesehen und habe mir gesagt, ey Bro, kommst du da irgendwie dran? Ich finde, das sieht übertrieben nice aus. Ist halt Playboy Carti. Ich bin nicht der größte Playboy Carti Fan. Zum Beispiel dieses New Chopper mit A$AP Rocky finde ich geisteskrank so. Aber allein höre ich mir den jetzt nicht so wirklich an. Das T-Shirt hat er von Redbubble geholt und wussten nicht, welches Size ich nehmen soll. Deswegen habe ich jetzt einfach M und L geholt. Ich glaube, L war die bessere Wahl. M gebe ich dann einfach irgendeinem Kollegen oder so. Und ja, also ich habe mir einfach nur zwei Größen geholt, weil die T-Shirts haben mich, glaube ich, 17 Euro gekostet oder so. Ich finde, dafür sieht das auf jeden Fall ganz cool aus. So ein bisschen mit der Chain da drüber und so und der Uhr. Ja, also das waren meine latest Pickups. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der neuen Chain haltet und lasst mir gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace.